Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich habe meine Goodiebox für den Monat Juli bekommen. Die stand gestern Abend, als ich nach Hause kam, vor meiner Haustür. Und ich möchte sie jetzt mit euch zusammen öffnen. Ich freue mich schon drauf. Ich bin ganz gespannt, was da drin ist, weil ich habe noch nicht reingeschaut. War schwer, aber ich habe es geschafft. Na, wir machen sie einmal auf. Was zur Seite. Und der erste Blick in die Box. Dann dieser. Ne, die Goodiebox kommt einmal im Monat. Ich zahle 19,50 Euro, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und ja, genau, da sind meistens 5 Produkte drin. Und hier scheint ein Goodiebag zu sein, denn das liegt oben auf. So schaut das aus. Das sind Masque Me Up Spot On Perfect Skin Patches. Ne? Und da hinten schaue ich mal, ob das dann da auch mal auf Deutsch steht, was das ist. In Deutsch hier: Perfect Skin Patch wirkt effektiv Hautunreinheiten und Ausschlägen entgegen. Lege ein Patch auf die betroffene Stelle und lass es mindestens 4 Stunden einwirken. Wunderbar für die Anwendung über Nacht, aber auch tagsüber kaschiert es schöne auf schöne und unauffällige Weise Problemhaut. Ja, Patches für unreine Haut finde ich sehr schön, denn ich habe ja auch hin und wieder mal einen Pickel und da werde ich die mal austesten. Ne? Das ist wohl eine Probe. Genau, und die ist so als Goodie dabei. Dann haben wir immer dieses Heftchen dabei. Diesen Monat ist Happy Moments das Thema. Na? Glückliche Momente und dann machen wir das mal auf. Das ist so ein grünes Seidenpapier. Und wenn man das aufmacht, ist das der erste Blick in die Box. Na, und schauen wir mal, was da drin ist. Als erstes habe ich hier ein Shave Safe Shaving Gel. Ah, das ist ein Rasiergel. Und hier steht No Parfum und Parabene. Genau. Ja. 100 Milliliter sind das. Genau. Ein Shaving Gel. Wir können auch immer in dieses Heftchen schauen. Da sind alle Produkte beschrieben. Na? Und dann schauen wir mal. So schaut das aus. Das ist immer dabei. Finde ich toll. Woman Shaving Gel, rasieren ist dein Ding, dann ist ein hochwertiges Gel ein Muss, so dass dein Rasierer sanft über die Haut gleiten kann. Mit diesem Safe Shave Rasiergel sind eingewachsene Haare, Unebenheiten und Juckreiz endlich passé und deine Haut wird stattdessen geschmeidig, glatt und frei von Irritationen. Du kannst es für die Intimrasur zum Rasieren deiner Beine, Arme und sogar im Gesicht verwenden, da es keinerlei Parfüm und Farbstoffe enthält. 17,30 Euro kostet dieses Shaving Gel, 100 Milliliter sind da drin. Na, das ist das erste Produkt. Mal schauen, was haben wir noch? Dann lacht mich hier so eine orange Flasche an von Neobay. Natural and Organic. Ja, ein Orange Vitamin C Body Milk Lotion Corporal. Na, können wir auch gleich mal dazu nachlesen, was hier steht. Höchste Zeit, dich in einer Schicht von Orangen Vitamin C zu hüllen. Es ist eine leichte Feuchtigkeitscreme mit sehr viel Vitamin C und natürlichen Avocado- und Olivenölen. Sie strafft, sorgt für Elastizität und versorgt deine Haut mit intensiver und langanhaltender Feuchtigkeit. Noch dazu duftet sie einfach himmlisch. Für 15 Euro ein Originalprodukt. Ja, wir machen mal ein bisschen. Ich hole mal ein bisschen was raus. Ne? So schaut die aus. Mal schauen, ob die gut einzieht und wie sie dann duftet. Ja, die zieht echt schnell ein. Sehr schnell. Ja, und sie riecht schön fruchtig. Bisschen orangig, oh, finde ich toll. Ein Vitamin C Body, eine Vitamin C Body Lotion ist dann mit drin. Gehen wir mal dahin. Oha, von Rituals habe ich hier was.
das hier. Und jetzt schauen wir mal, was das ist. Ich hatte letztes Mal in einer Box auch schon was von Rituals und das war auch, die Flasche sah genauso aus. Das war eine, ja, so ein Duschschaum. Und dies hier ist eine Body Mousse to Öl. Sweet Orange, The Rituals of Meer. Na, wir können auch gleich mal gucken. Das kostet 12,50 Euro, ist eine Originalgröße. Hier sind 150 Milliliter drin. Freu dich auf seidenweiche Haut, auf die seidenweichste Haut aller Zeiten. Die Rituals of Meer Mousse to Öl ist ein Körpermousse, das sich auf magische Weise in eine zarte, nährende Ölschicht verwandelt. Es enthält reichhaltige Öle, belebende Süßorange und beruhigendes Zedernholz, das der Haut Feuchtigkeit spendet und ein seidenweiches, wohlduftendes Feeling verleiht. Vor Gebrauch schütteln, dann einen kleinen Klecks in die Handfläche geben und auf die Haut einmassieren. Na, dieses Mousse, mal schauen. Ah ja, auf die Handfläche geben, so war das. Machen wir mal hier. Dann kann ich das auf der anderen Seite verwenden. Ja, das ist so ein Mousse, das du dann auf die Haut rauf machst. Und ihr seht schon, ne, das verteilt sich wunderbar, zieht auch sehr, sehr schnell ein und gibt so einen leichten, seidigen Glanz auf der Haut. Oh ja, oh, das riecht angenehm. Ich mag ja diese Düfte total gerne. Ich sehe gerade, mein Deckel ist kaputt. Der ist leider kaputt, aber gut. Kann durch den Transport wohl passiert sein, ne? Ja, und hier habe ich auch eine kleine Delle. Aber macht nichts. Alles in Ordnung, die Produkte sind ja heil. Na, einmal dieses Rituals of Meer. Dann haben wir hier, oh, einen wunderschönen Nagellack von Nails Inc. London. So schaut er aus. Ist das nicht eine schöne sommerliche Farbe? Also die gefällt mir ja richtig gut. Können wir auch mal gleich gucken, was das kostet. Dieser Nagellack kostet 11 Euro. Die coolste Nagellackfarbe des Sommers ist da, und zwar in einem trendigen Watermelon Pink. Und gleich vorweg, jawohl, der Lack duftet sogar nach Wassermelone, um all deine Sinne zu beleben. Angereichert mit Vitamin C und anderen essentiellen Ölen verleiht es deinen Nägeln einen gesunden Glanz. Der Lack hat zudem einen patentierten Pinsel, den es exklusiv nur bei Nails Inc. gibt, ergonomisch designt, um sich deiner Nagelform problemlos anzupassen und wiederholtes Überlackieren zu minimieren. So gelingt dir ein makelloses Finish, easy peasy, für 11 Euro, ein Originalprodukt. Na? Ja, wir machen das mal auf, ich will mal riechen, ob das... Oh, okay. Na? Das ist dann... Der Nagellack, das ist der Pinsel, den will ich euch auch mal zeigen. Also der ist flach, ne? Breit und flach. Und mal, ja, es riecht nach Nagellack. Aber so ein bisschen Duft ist da wohl bei. Also ja, das ist okay. Und der Duft ist nur ganz wenig. Für mich riecht es mehr nach Nagellack. Aber mir gefällt die Farbe richtig gut. Eine schöne große Flasche ist das, ne? Genau. Und dann, oh, da ist aber viel drin. Ich habe da immer noch was drin. Na, das ist das vierte Produkt. Eigentlich sind immer fünf drin und diesmal haben wir aber mehr. Hier habe ich ein Marlin and Götz Eukalyptus Deodorant. Genau. Das ist ein Deodorant mit Eukalyptus. Mach ich mal auf. Ach, so schaut das aus. Na, das ist halt so ein Eukalyptusöl und das kann man bestimmt hochdrehen. Oder jetzt habe ich ganz eingecremte Hände. Ach, das kannst du drehen, hochdrehen und dann hast du dieses, kannst du das gut unter den Achseln verteilen. Schöne kleine Packung, ich denke mal, die ist gut für unterwegs, ne? Dieses Deodorant. Mag ich ja gerne solche Produkte mit. Mit Ölen, und die sind ja auch immer sehr, sehr schonend für die Haut. Wir können ja auch mal schauen, was dazu steht. Da ist es. Ich habe hier 5,1 Gramm im Wert von 2,50. Die Originalgröße wären 73 Gramm und würden 24 Euro kosten. Glaubst du an Liebe auf den ersten Wisch? Gewiss, mit diesem transluzenten Deo-Stick von Marlin plus Götz. Nicht umsonst ist die Marke seit über 10 Jahren der Bestseller Nummer 1
Und deren Eukalyptus-Deo hat's echt drauf. Es ist mit natürlichen Eukalyptus angereichert, um Gerüche zu neutralisieren. Es lässt sich super leicht und ohne Rückstände auftragen und deine Achseln bleiben den ganzen Tag über frisch. Geeignet für alle Hauttypen, besonders für empfindliche Haut. Es ist vegan, tierversuchsfrei und für die tägliche Anwendung geeignet. Das Originalprodukt sieht genauso aus, nur in größer scheinbar. Ne? Das ist hier dieses hier. Ne? Da wären dann 73 Gramm drin. Aber so eine kleine Tube, die ist auch toll für unterwegs. Ne? Ja, finde ich schön. Sowas mag ich sehr, sehr gerne. Ich mache mein Deo ja auch gerne selbst. Dann nehme ich dann ja auch mit Kokosöl und so. Das ist von der Konsistenz sehr ähnlich. Und dann habe ich hier als nächstes von Chia de London Everyday Facey Coconut Lip Öl. Ein Kokosnuss-Lippenöl. Ne? Mal raus und wie schaut die Verpackung aus? Ah, das ist so eine Tube. Ne? Das sind 10 Milliliter drin. Das ist, glaube ich, eine Originalgröße. Ne? Ja, kostet 15,50 Euro. Und das ist ein Lippenöl mit Kokosnuss. Genau. Habt ihr hier diesen Applikator. Ne? Da kann man das toll auf die Lippen auftragen. Finde ich sehr, sehr schön. Kein großer Fan von Lipgloss, weil er einen klebrigen Ruf hat. Nun, damit ist jetzt Schluss. Denn das Everyday Facey Coconut Lipöl von Chia de London verleiht dir glänzende Lippen ohne zu kleben. Die einzigartige Mischung aus Kokosnuss, Jojoba und Avocadoölen versorgt deine Lippen mit Feuchtigkeit und macht sie super geschmeidig. Sehr schön. Ein Lippenöl finde ich auch toll. Von Chia de. Tolles Produkt. Da freue ich mich drüber. Und das letzte jetzt. Na? Decure Barriere Booster Vitamin D. Genau, ein Vitamin D Booster. Du bekommst 7 Milliliter im Wert von 33 Euro. Wow, günstig ist das nicht. Ne? Das Originalprodukt würde 85 Euro kosten, wären 30 Milliliter drin. Und hier steht DDD Drops. Klingt fast wie ein guter alter 90er Hip-Hop. Oder glücklicherweise ist an diesem Produkt von Decure nichts alt. Ganz im Gegenteil, es ist ein fortschrittliches Serum-Emulsion, angereichert aus Shiitake-Pilz, Reishi und Kombucha. Das Kombucha-Schwarztee-Ferment wirkt als Präbiotikum, um das natürliche Mikrobiom der Haut zu verbessern. Es fühlt sich samtig weich an und enthält einen hohen Anteil an Vitamin D. Das Serum hilft, die natürliche Barriere der Haut zu stärken, ihre Widerstandsfähigkeit aufzubauen und die Haut vor umweltbedingten Aggressoren und Stressbedingungen zu schützen. Verteile das Serum morgens und abends nach der Reinigung auf Gesicht, Hals und Dekolleté. Oder mische ein paar Tropfen mit deiner Lieblingscreme. Es ist für alle Hauttypen geeignet. Ja, Vitamin D Drops. 85 Euro das Originalprodukt. Und schon diese kleine Tube kostet 33 Euro. Da sind 7 Milliliter drin. Cool, werde ich mal ausprobieren. Toll, sind ja diesmal viele Sachen drin. Ne? Mehr als sonst. Meistens haben wir 5 Produkte drin. Sind auch meistens Full-Size-Produkte. Na, genau. Happy Moments ist das Thema und ich bin happy. Ich habe tolle Produkte bekommen, da freue ich mich. Und 5 davon sind ja auch Full-Size-Produkte. Einmal dieses Lippenöl, die Ritual, ne, das Öl, Mousse zum Eincremen und die Body Lotion hier auch. Ne? Genau, das war eine Body Milk mit Vitamin C. Dann dieses Öl, Lippenöl und auch dieses Rasiergel, das sind Full-Size-Produkte, ja, und der Nagellack.
Und dazu habe ich dann halt noch diese zwei kleineren zum Ausprobieren. Finde ich toll. Besonders das Deo. Da hätte ich auch gerne ein Full-Size-Produkt von gehabt, weil sowas mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe nämlich empfindliche Haut. Und ja, da weiß ich schon, dass ich sowas super gut vertrage. So, da freue ich mich, die Sachen auszuprobieren. Dieser Hoodie, der auch noch dabei war. Echt klasse. Eine richtig schöne Box diesen Monat, finde ich. Ja, da freue ich mich drüber. Na? Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mhm.